Herzlich willkommen zur Stadtführung. Draußen schlafen, das ist eine Kunst. Das ist keine Geschichte aus dem Märchenbuch, keine Verfilmung. Das ist meine Geschichte, so wie ich es in 7,5 Jahre auf der Straße erlebt habe, von 1991 bis 1998. Wir fangen hier an ehemals Berlin Lehrter Stadtbahnhof, gehen über die Sandkrugbrücke durch die Charité an der Spree entlang Richtung Alexanderplatz. Seid gespannt, was ich euch erzähle. Also ich war von 91 bis 98 obdachlos. Und bei mir ist es aber nicht, ich bin nicht aus der Wohnung geflogen oder sonst was. Bei mir war ein Gedanke dahinter. Ich habe, wenn ich was sah, setze ich das irgendwann in der Tat um. Und ich habe damals einen Satz gesagt, der lautet da so: lieber drüben in der Gosse enden, als hier in Trabant 601 zu fahren. Also weil ich ja in der DDR politischer Häftling war. Und da ist es dann halt so gewesen, dann kam ich nach dem Berlin-Verbot, was ich alles hatte, wieder nach Berlin, und dann wollte ich bloß 3 Tage auf der Straße leben. Aus den 3 Tagen wurden 7,5 Jahre, denn wenn man immer da drin ist, kommt man nicht so schnell wieder raus. Und das ist einfach so ein Ding, wenn jetzt einer zu mir sagt, hör mit dem Rauchen auf, das wird nie funktionieren. Das muss immer von ihnen alleine kommen. Denn ich sage immer, meinen beliebten Satz, alles, was ich mache, alles, was ich tue, entscheide ich bis zum heutigen Tag selber. Kein zweiter und kein dritter. Also manchmal ist es ja so, dass man so abends jemanden irgendwo liegen sieht, auf einer Bank oder Brücke oder so. Ja. Und da frage ich mich manchmal, wann ist denn da der Zeitpunkt, wo man den Kältebus ruft? Vielleicht können Sie da was... Ja, der Kältebus, der Kältebus fährt durch ganz Berlin, das weiß ich. Und das war auch schon zu meiner Zeit so. Aber die Leute sprechen die auch schon an. Es gibt aber auch manchmal Situationen, wo sie die eben gar nicht vermuten oder sehen. Da kann man denn schon anrufen, wenn es eben zu kalt ist. Was genau ist denn der Kältebus? Der Kältebus ist von der Stadtmission. Die haben 2 Busse, die vom Montag bis Montag, also jeden Tag fahren, von 21 Uhr bis 3 Uhr und Leute einsammeln in ganz Berlin, um nicht, dass sie eben erfrieren. Die fragen so, ob sie mit wollen, und wenn, dann nehmen sie die mit zur Notübernachtung oder irgendwo anders hin, wo freie Plätze eben sind. Wir machen 2 Aufträge haben wir. Das erste, Leute einfach zu den Notübernachtungen bringen, auf Anrufe reagieren, oder aber Leute, die ihren festen Platz haben, zu besuchen und ihnen Beratungsmöglichkeiten aufzeigen und auch Wege, wie sie wieder rauskommen, Adressen, Telefonnummern, und einfach nur miteinander sprechen. Das sind die 2 Aufträge vom Kältebus. Es ist natürlich immer sehr spannend, jemanden aufzuwecken, der uns nicht kennt und den wir nicht kennen. So. Und das geht dann alles von totaler Überraschung, weil er uns nicht kannte und das aber total gut findet und will einsteigen und wirklich so Retter in der Not, bis zu möchte keine Hilfe und möchte alleine sein. Aber im Grunde, und das überwiegt deutlich, ist die Reaktion davon sehr positiv. Er hat hier seine Küche, hier das sein Wohnzimmer. Da hinten. Hier hinten in den ganzen Reifen hat er seinen Lagerraum. Da macht er in die Reifen rein, pflanzt er Sachen an oder hat seine Flaschen und sowas. Hier sein Schlafzimmer. Und hier waren wir mal und haben einfach schon mal ganz viel aufgeräumt. Ah, okay. Weil hier ganz viel Müll war. Sind wir mal tagsüber gekommen und haben ganz viel Müll mitgenommen. Na, wollt ihr ja auch. Und dann, jetzt überlegt er mal. 100 Tüte trinken. Oh nein, du sollst doch nicht wegen den Geldbeuteln trinken. Na, das mache ich schon gerne. Ja, ist geil. Aber überlegt er mal. 70 habe ich getrunken. Hast du einen? Hast du einen für die Svenja? Mal. Zufällig. Mal. Kannst mal gucken.
der beim Bastel aus seinen Tetrapacks, aus seinem Alkohol da macht der Geldbeutel. Wann haben wir uns das erste Mal gesehen? Bei ganz klein. Oh, wenn du ganz klein warst, was war ich? Das war vor vier Wochen oder so, ne? Nee, 60er Jahre. 60er Jahre. Draußen schlafen ist eine Kunst, weil wenn man, so wie meiner Person bis zum heutigen Tag geht, sich Gedanken macht, wenn man in der Notübernachtung nicht kann, weil man unter Platzangst leidet, wie schläft man, dass man nicht erfriert? Es gibt ganz einfache Hilfsmittel. Man geht zum Gemüseladen und geht sich da nicht einen Obstsalat holen, sondern fragt den Gemüseladenbesitzer, ob man vielleicht die Bananenkisten kriegt aus Pappe. Heutzutage gibt es ja die auch schon aus Plastik. Und da nimmt man sich zwei Kartons mit, dann legt man die auf den Boden, ungefähr zwei Lagen so dick, weil Kälte dämmt. Dann kann man in der Notübernachtung oder Suppenküchen, die eine Notübernachtung drin haben und die keine Plätze haben, da kriegt man einen Schlafsack und eine Isomatte. Dann legt man die Isomatte unten runter, dann den Schlafsack und dann bräuchte man zwei Decken. Hat jemand eine Idee, zu was man zwei Decken bräuchte? Querstadtein ist ein Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, einen Dialog oder eine Plattform für Dialoge zu schaffen zwischen Menschen, die auf der Straße leben und eben Menschen, die nicht auf der Straße leben, um einfach zu begreifen, was sind Obdachlose, was machen Obdachlose, wieso leben sie auf der Straße, wie war das Leben auf der Straße. Und die Idee dahinter war einfach, wenn es einen Dialog gibt zwischen den beiden Parteien, dass eben dann dadurch Vorurteile abgebaut werden können. Also sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung. Dass man eben sagen kann, wir haben oft Teilnehmer, die sagen, ich möchte kein Geld geben, weil dann kaufen sich die Obdachlosen sowieso nur Alkohol davon. Und dann haben unsere Stadtführer auch Tipps, dass sie sagen, naja, sie können ja auch fragen, möchten sie das, möchten sie das? Oder wenn man Geld gibt, dann muss man halt eben dem Obdachlosen selbst überlassen, was er mit dem Geld macht. Und das sind halt alles viele kleine Anekdoten, die das irgendwie alles ein bisschen verständlicher machen. Das Frauenbedacht ist ein Wohnheim für wohnungslose Frauen. Wir haben 45 Einzelzimmer, davon ist ein Zimmer ein Kinderzimmer. Das heißt, wir haben einen Mutter-Kind-Bereich ganz oben unterm Dach. Der ist etwas separater gelegen. Das Haus gibt es seit fast 8 Jahren, also jetzt im März 8 Jahre. Und es war die zweite frauenspezifische Einrichtung ihrer Art in der Stadt. Ja, das heißt, davor gab es viele Jahre nur ein einziges Wohnheim für Frauen. Genau, mittlerweile hat sich das etwas rumgesprochen, dass der Bedarf sehr groß ist. Und mittlerweile gibt es 6 Einrichtungen dieser Art. Der Unterschied zu Männern ist, dass Frauen anders in der Obdachlosigkeit oder Wohnungslosigkeit landen als Männer. Wir gehen davon aus, dass Frauen wesentlich länger brauchen, um ganz unten anzukommen. Ja, Frauen sind anders sozial vernetzt, sind anders sozial organisiert, schaffen es häufiger, wenn sie ihre eigene Wohnung verlieren oder ihren eigenen Wohnraum verlieren, sich anders zu organisieren. Also bleiben eher dann noch beim Ex-Freund, beim Partner, bei der Nachbarin, bei der Schwester, beim Sohn, ne, oder beim Kneipenbekannten oder was auch immer. Also haben sozusagen für sich länger die Möglichkeit, sich festzuklammern, irgendwo in ihrem sozialen Gefüge, wohingegen Männer oft diese Möglichkeiten nicht haben. Manchmal kommen die Frauen auch aus gemischtgeschlechtlichen Obdächern. Da merkt man dann häufig auch, wieso es frauenspezifische Wohnheime gibt. Das ist ganz wichtig. Denn wenn Menschen in verschiedenen, sagen wir mal, Notsituationen oder auch Erkrankungszuständen, manchmal plus Rauschzuständen sich begegnen, gibt es manchmal unglückliche Verquickungen. Und all diese sozusagen nicht in einem frischen und guten Geist getroffenen Entscheidungen und Beziehungen, die da entstehen, sondern einfach aus der Not heraus entstandenen Beziehungen, bringen häufig sehr schwierige Sachen nach sich. Gewaltgeschichten, noch mehr Konsum von irgendwelchen Rauschmitteln oder Alkohol. Manchmal auch Schwangerschaften, noch mehr Schulden und so weiter. Ja, und das nicht nur Frauen, auch Männer. Es ist einfach
so, dass Menschen in diesen schwierigen Lebensumständen sich schlecht selber schützen können. Und es geht, glaube ich, häufig um eine Form von Grenzsetzung. Wissen Sie, jeder hat eine andere Situation, so wie meine Situation war. Ich war geschlagen geworden, fast umgebracht. Für mich ist mir lieber so, mit Frauen nur zu sein als gemischt. Ihr habt da kein Problem. Natürlich, ich habe eine Freundin jetzt wieder, aber also mir ist es so lieber. Manchmal Frauen sind schlimmer als Männer, weil sie zickig sind. Sind wir alle, aber ich finde es so besser. Also mir angenehmer ist er so für mich. Auf jeden Fall. Für mich, weiß ich nicht, wie alle anderen denken, aber fast meistens alle denken auch so. Können Sie mir so Beispiele geben, was Sie, so konkrete Beispiele, was Sie auch sehr positiv finden für Sie? Was finde ich mal positiv, dass eine Mama Hilfe bekommt. Wenn man fragt, der unten im Büro, kann man faxen, irgendwie so oder Papierkram schreiben, wenn man gar nicht selber klarkommt. Gleich sofort oder Termin ausmachen, man bekommt ja. Erstmal so dazu gefällt mir das auch, wenn man nicht, bei der viele Frauen geht es nicht gut, psychisch auch. Viele haben Depressionen und so weiter. Und dann, da wird nach oben gekommen, wird geklopft, wird gefragt, wie geht's Ihnen, brauchen Sie was oder finde ich mal voll in Ordnung sowas. Weil manchmal man braucht ja sowas und das finde ich mal super. Also das Krasseste ist, dass wenn jemand kurz vorm Erfrieren ist, dann fängt er an, sich auszuziehen, weil der Körper, wenn man eben, also wenn es wirklich kurz vorm Ende ist sozusagen, der Körper nochmal alle Energiereserven raushaut. Ansonsten ist Kälte natürlich einfach demoralisierend für Leute auf der Straße. Es macht unbeweglich, man kann nicht so viel draußen unterwegs sein, aber irgendwie muss man sich bewegen. Und wenn dann den Leuten auch noch die Energie fehlt, weil sie nicht viel zu essen haben oder so, dann ist Kälte einfach ganz böse. Und selbst bei so Temperaturen wie heute, wo es vergleichsweise warm ist, kann man sich immer noch eine ganz böse Lungenentzündung holen. Wie lange seid ihr schon hier an dem Ort? Hier? Hier schon 2 Jahre, aber hier ja insgesamt bei mir 4 Jahre, 4 Monate und etwas. Sag mal 4 Jahre. Auf die Straße. Insgesamt. Stück für Stück. Wir müssen haben nur von den Leuten nur Respekt. Nur Respekt. Ja. Mehr nicht. Nee. Mehr nicht. Nur Respekt. Bei den Obdachlosen ist es nun mal so, dass es sein kann, von einer Nacht auf der anderen ist man weg und muss irgendwo anders hin. Und dann habe ich einen wirklich auch einen Monat lang nicht mehr gefunden. Und plötzlich sieht man ihn wieder und er freut sich und ich freue mich. Das ist dann sehr schön. Also ich glaube, der beliebteste Satz ist ja, in Deutschland muss ja keiner auf der Straße leben. Rein theoretisch stimmt das wahrscheinlich. Aber man muss ja auch immer gucken, welche Person steht dann hinter dem Obdachlosen. Möchte die Person eigentlich in eine Wohnung? Möchte die Person in eine Notunterkunft? Und das lernt man auf unseren Touren ganz gut kennen, weil unsere Stadtführer haben alle ihre eigene Geschichte und jeder erklärt in seiner Geschichte, warum er eben die gewisse Zeit auf der Straße gelebt hat und auch wie er da wieder rausgekommen ist. Da bin ich hier in der Magdalenenstraße damals gekommen zur Krankenstation, weil ja mein Bein noch nicht war. Und von da aus bin ich ins Übergangshaus gegangen, hier in der Lehrter Straße. Und von da aus habe ich dann überlegt mit der Sozialarbeiterin nach einem Jahr, ihr könnt mir ja mal eine Wohnung holen oder besorgen. Und so ist es gekommen, dass ich jetzt eine Wohnung habe seit 16 Jahren. Und schöner kann es nicht sein.